Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Origin. Wir sind kurz vor einem Boss, mir ist aufgefallen, ich habe noch einen Gegner nicht erwähnt. Das war Hubamobrun, an Elite Type of Hubamobrun. Far larger than its cousin, carries a massive apparatus on its back that's capable of emitting huge jets of fire. Er ist Level 23, wir sind Level 24. Ich würde sagen, wir haben relativ gute Chancen gegen den Boss. Wir probieren's. Wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Da fällt mir ein, ich wollte noch meine Waffe upgraden. Meine Hose verbessern. Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Und bei der Gelegenheit speichern wir nochmal. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Es ist schon mal eine beschissene Arena. Ich erinnere mich an diesen Kampf. Yo. Er sieht ziemlich SM-mäßig aus, würde ich sagen. Galaldi! Ich bin gerade in die Lava gesprungen. Ah ja, wir müssen diese Dinger da zerstören. Okay, den Move habe ich vergessen. Und mit zerstören meine ich, wir müssen sie rausdrehen. Ja, wir müssen seine Arme rausdrehen. Fuck. Was war das nochmal? Ah, okay, das war das. Das waren einfach viele, viele Lichtstrahlen. Fuck. Okay. Okay, jetzt kriegt er seine Arme wieder. Ha, diesmal habe ich es aber vorausgesehen. Okay. Oh, ich hätte einmal noch schlagen müssen. Dann wäre das passiert. Oh, shit. Jetzt geht das wieder los. Lightning Strikes of Doom and Destiny. Shit. So, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Schaden gemacht. Ah, dieser Boss. Natürlich. Mein Timing ist genial. Ich habe zumindest noch die Hälfte meines Lebens und merke gerade, das war vielleicht eine blöde Idee. Okay, der ist langsamer, als ich in Erinnerung hatte. Okay, eine Hand ist weg. Oh, come on. Oh, der war fies. Shit. Oh Mann! Jetzt bin ich aber raus. Okay. Ich bin wieder da. Okay. Ich krieg ganz viel Schaden. What the fuck? Du hast doch nicht mal meine Hand. Okay, er hat noch ungefähr ein Fünftel seines Lebens oder so. Wieso schlägt er da hin? Damit kann doch kein Mensch rechnen. Oh Mann, ich bin fast tot. Ich bin tot. Okay, zweiter Versuch. So, damit hätten wir eine Hand weg.
So, komm. Okay, ich hätte einfach drauf schlagen sollen. Diese Scheißviecher. Und wir haben jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht. Finde ich. Und die Hand ist normalerweise noch dran. Jetzt nicht mehr. Und jetzt ist die auch noch ab. Oh, Schaden! Jetzt speit er wieder seinen Scheißviech aus. Und jetzt kriegt er wieder Schaden. Okay. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Die haben mit deutlich besserem Leben. Okay, ich habe irgendwie erwartet, dass alle Platten wieder aus dem Boden kommen. Nicht nur die Hälfte. Oh shit. Oh shit. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Okay. Oh nein. Also ich glaube, die Fähigkeit ist am schlimmsten für mich. Komm. Du haust in die falsche Richtung, ne? Ist dir das bewusst? Verpiss dich. Okay, wir sind bei einem Fünftel wieder. Mit deutlich besserem Leben diesmal. Oh Mann. Das war fies. Ich weiß, fies juckt den Boss nicht viel. Warum bin ich nicht gesprungen? Ich habe definitiv Springen gedrückt. Okay. Ist okay. Offensichtlich ist es egal. Komm on. Nein. Ich will nicht getroffen werden. Danke. Wirklich, noch ein Leben oder so ein Scheiß. Oh, los, Yonika! Er ist fast tot. Oh, shit. Oh, shit. Jesus Christ, ey. Genau, zeig's mir dreimal, wie er stirbt. Eieieiei. Naja, waren nur zwei Versuche. Es ist eigentlich vollkommen okay. Some like it hot. Drop it like it's hot. Yo, damit hätten wir wieder mal einen Boss besiegt. Das ist angenehm. Wie hieß der? Also es war... Moment, da war es. Geraldi. Geraldi is a bizarre gargantuan constructed rules over the guilty fire tier. Its solid head and tough skin are designed to impart maximum torment on foes. It's been shackled to prevent it from going on a mad rampage. 24 war der. So wie wir. Vielleicht soll ich das nächste Mal ein Level weitergehen. Naja. Der nächste Tier. Silent Sands. Mit der witzigen Musik. Auch hieran erinnere ich mich ziemlich gut. Oh Mann, oh nein, oh nein. Oh nein. Es sind einfach zu viele. Es sind zu viele. Shit. Wenn ich mich nicht irre, respawn ich sogar unendlich.
Oh, stirb, du Mistviech. Ich glaube, die Untoten spawnen nur, wenn ich in den Sand laufe. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Das bringt mir gar nichts. Aber lass in Ruhe. Den Ruhe sollten wir uns merken. Stirb einfach. Doch. So. Oh shit. Warum machen die auch so viel Schaden? 35 waren das jetzt, glaube ich. So. Barriere ist weg. Hier gibt es einfach mal drei Wege, die ich lang gehen könnte. Weil ich das jetzt richtig gesehen habe am Eingang. Ich weiß ehrlich gesagt hier nicht mehr den Weg, weil das Level war sau weitläufig. Ja, ich schaue mal die Beschreibung der Mobs hier bald an, aber nicht jetzt. Jetzt bin ich gerade damit beschäftigt, nicht gegen Magier zu sterben. Ah, komm mal. Was soll das? Was soll das? Warum kriegst du nur 8 Schaden? Haben die eine Feuerresistenz oder was? Meine Güte. So, wir haben... Archibaukar. Erzbaukar. A Rank 5 Baukar teleports with bewilderness speed and attacks with magical bolts to defeat its enemies. Und 7-Num, a greater form of Ognome residing in desert, desert environments, meine Güte. Can move freely underground and emerge to spit rocks and mucus at enemies. Karin, immortal fleshless demon, returns to life no matter how many times it's defeated. To a Karin, the fight is everlasting. 26, wir sind 24. Noch. Sind wir 24. Okay, was kommt hier? Will ich hier überhaupt hin? Ja, will ich, und hier ist nichts mehr. Was haben wir hier? Oh. Ah, die kriegen wieder Bonusschaden durch den Feuerschlag. Das Gegenteil von unseren Baukars. Oh, komm schon. Das macht wirklich kaum Schaden. Fuck. Das macht noch weniger Schaden. Okay, Feuerphönix. Phönix. Das war nett. So. Das waren jetzt a Dwarf. Demon Warrior with an explosive temper. Launches a flurry of deadly gauntlets one after another. Where it hides it, this weaponry is unknown. Where it hides this weaponry, so rum. Fuck. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Na, dann schauen wir uns doch nochmal weg. Ich sollte da nicht stehen bleiben. Ich sollte meine Taktik mal überdenken. Silent Sense, wir sind wieder am Eingang. Können wir genauso gut nochmal speichern. Jetzt mal links rum, vielleicht ist hier was. Bevor ich den großen Hauptraum durchquere. Was haben wir hier? Ah, ein Aufgang, eine Treppe quasi. Ich sehe da drüben ein Item, ich habe den gerade echt nicht gesehen. Manchmal bin ich echt blind. Okay. Okay. Ist hier nichts? Das kann doch nicht sein. Wenigstens ist er tot. Hier ist was. Komm ich da auch hoch? Nö, aber hier geht's vielleicht runter. Es ist seltsam. Waren hier oben nur Gegner? Es wäre aber ziemlich übertrieben. Naja. Nicht so schnell. Ich ignoriere den jetzt. Ich sollte aufhören, Gegner zu ignorieren. Was ist das? Ein Lava-Slime oder ein Sand-Slime? Oh man.
Ich sollte aufhören, Gegner zu ignorieren. Die kommen nämlich wieder. Wir haben 2000 wieder. Cool. Das waren jetzt Noose Yellow, Evolved Form of Noose, grows in size by absorbing quicksand, then charges at enemies, has little in the way of defense against physical attacks, however. Gut zu wissen. Die droppen ziemlich viele große Kristalle. 2700. Wow, ich dachte, es kommt irgendein Gegner und versucht mich runterzuschmeißen, aber nein. Komm schon. Ach so, die haben ja Resistenz gegen meine Spezialmagierangriffe. Nö, niemand schmeißt mich runter. Ha, das war einfach. 5000 SP einfach so bekommen. Naja, in Kisten waren auch schon mal bessere Sachen drinnen. Mask of Truth? Ja. Evil Ring. Was macht der? Evil Ring. A ring made by demons, though its power seems to have been drained. Gar nichts. Okay, ich soll ihn trotzdem wieder abrüsten. Wer weiß, was passiert, wenn ich böse bin. Wow. Also manchmal haut Unica Kombi raus. Ah, eine Kiste. Acquired Marble Key. Ich kann mir schon denken, wofür das Ding ist. Okay, ich verziehe mich mal von hier, das wird mir jetzt zu heiß. Wie komme ich darüber? Shit. Fuck. Fuck. Okay, einen habe ich. Ich bringe es eigentlich nur für die Erfahrung um. Theoretisch kann ich mich auch zurück teleportieren. Aber ich will die Erfahrung haben. Silent Sense. So, jetzt wieder da durch. Und die Tür oben öffnen. Ich weiß, hier kommt... hier kommen die ganzen untoten Krieger, aber es ist mir so egal. So, hier müsste irgendwo die Tür sein. Jo, ist sie. Bist du die richtige Tür? Bist du? Bomben, also... Die machen sogar sau viel Schaden. 32. Ihr standet so schön nah beieinander. Die Gelegenheit konnte ich mir leider nicht entgehen lassen. Und? Was gibt's? Eine Kiste. Hoffentlich was Geiles. Und was gibt's? Es gibt... Gold Bracelet. Ich hab glaub ich schon ein Silver Bracelet. Double Jump. Ah, aus doppelter Höhe. Stunt ist jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit. Okay, wir haben einen Doppelstunt. Doppeljump. Okay, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Von daher. Was haben wir denn hier überall? Nichts, was für ein Glück. Ah, hier müsste die Kiste sein. Yo! Rollerfruit, ausgezeichnet. Aber da drüben ist noch eine Tür. Komme ich da später zurück? Fragen über Fragen.
Stirb, stirb! Ich vergesse jedes Mal, dass diese Magien Resistenz gegen meine Magie haben. Würdest du bitte aufhören abzuhauen? Wäre nett von dir. Und du würdest bitte sterben? Das ist auch nett von dir. Und du auch, Desert Slime. Die Desert ist ein gigantisches Gebiet. Gigantische Gebiete haben immer die Eigenschaft, sau unübersichtlich zu sein. Oh, eine Kiste. Sorcerer Panacea. Welches mir wieder Leben bringt. Au. Wo mache ich weiter? Aber speichern. Und Divine Blessing. Ich habe 8000. Ich kann mir Increased Stun Effect leisten. Ja, habe ich schon. Und so. Komm. Ich will speichern. Ich probiere noch mal kurz da drüben hochzukommen, also in die andere Tür. Ich bezweifle aber, dass es geht. Doppelsprung ist was Schönes. Nicht, dass es besonders viel bringt, aber es ist einfach schön. Okay. Ich komme einfach mal nicht rüber. Okay. Also wenn ich im Laufe des Spiels nicht darüber komme, also im Laufe des Levels eher, komme ich nochmal zurück. Nur weil ich glaube, da kommen wir wirklich von hinten hin. Ich muss gar nicht speichern, ich habe nichts erreicht. Nein, so funktioniert es definitiv nicht. Ich muss nochmal außen rumlaufen, sorry. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Verdammte Untote. Könnt ihr nicht sterben? Nein, könnt ihr nicht, weil ihr seid untot. Da liegt der Sinn darin. Was laber ich denn für eine Scheiße? Lasst mich in Ruhe. Ich habe was zu tun. Nämlich hier weiterzugehen. Was kommt hier? Ich sehe eine Rutsche. Komm ich da auch wieder hoch? Komm ich, wenn ich das ganz fest versuche. Witzig, ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ah, mit Anlauf quasi. Das war also keine Absicht. Shit. Ah, okay, aber das... Ich mach's schon richtig. Was gibt's dafür? Ein Ruby. Geil. Damit ist mein Phönix wieder ein bisschen stärker. Wieso? Ach so. Ich verstehe. Das war mein Fehler. Hier komme ich raus. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich hin muss. Habe ich nicht schon alle Wege abgelaufen? Irgendwo habe ich was übersehen. Oh, ich weiß, wo ich was übersehen habe. Was heißt übersehen? Übersehen ist relativ. Ich weiß, wo ich hin muss. Weil ich da vorher nicht hinkomme. Speichern erstmal. Ich muss nach rechts. Ich muss da, wo ich vorher nicht hochspringen konnte, lang. Aber der Ruby, schon ziemlich cool, hilft mir sehr. Was haben wir hier? Ach ja, der Ruby. Er sieht hungrig aus. Haha, what are you doing here? Are you sneaking in a nap or something? You've got that hungry look in your eyes. I will eat you. I will kill you. Sylphin Boots. Das sieht cool aus. Hey, thanks. Okay. Mysterious Boots blessed by the wind helps resist the pull of quicksand. Also es ist tatsächlich so, dass die Schuhe jeweils helfen.
also wirklich positive Eigenschaften haben, die im aktuellen Kontext helfen. So wie die Schwimmschuhe und die Lavaschuhe. Ich sollte wirklich versuchen, immer das ganze aktuelle Equipment zu kriegen. Oh nein. Junika? Oh! Rhea! Guten Tag. Lady Rhea. Hey Rhea! Okay. Und die Black Pearl. Oh, thank goodness, I was so worried about you. Indeed, das war's. I'm very surprised to see you here. What in the world are you doing in a place like this? Ich will euch retten, verdammt. You really think that I'm awesome? Never mind that now. Yo, es gibt viel, über das wir sprechen müssen. Was ist los, Lady Rhea? Hush, we are surrounded. Demons. They are coming for us. Get behind me. Definitiv nicht. Wir sind unsterblich. Lady Rhea, ich will dir helfen, nicht alles selber machen. Das ist ein starker Unterschied. Damn! Ich habe die Untoten ungetötet. Damn! Stay where you are, Unica. By the power of the goddesses, disperse! Okay. Genau, lach einfach. Sie ist eine Göttin, sie sollte eigentlich um einiges mehr können. Ja, ja, how delightful. She has been captured. I'm so sorry, it's all my fault. Ja. Na dann, entschuldigt euch mal, ihr seid einfach verschwunden. Ja, warum seid ihr überhaupt mit der Black Pearl hierher gegangen? Naja, was erwartet ihr von euren Paladinen? Please do not apologize. Und hier hast du deine Mundharmonika wieder. In Rados Onyx. Onyx ist ein Anbau. Ja, den haben wir schon gesehen. Das ist der kleine Turm, der irgendwo oben in der Luft geschwebt hat. Safe ist immer so relativ. Ja, was ist das Problem? Warum kannst du nicht? Ach komm. I have to go. Silver Chimes. Also ich gebe eine Mundharmonika und krieg dafür kleine Glöckchen. It is. Eternal slumber to the poor souls, from whom such luxury has long been denied. Wir können damit Untote töten. Yonika, truly have matured. Tja, und jetzt fliegt sie mit der Perle weg. Something definitely is not right. She's quite sad. Ich mag den Soundtrack von der Ebene. Ich kann nicht mal so schnell hier hinterher. Holy Chimes, held by Goddesses Rhea. The town is set to put undying souls to rest. Kann ich den eigentlich benutzen?
Nö. Ich ging jetzt eigentlich davon aus, dass hier ein Speicherpunkt ist. Nein, nein, nein. Meine Erzfeinde. Nicht Erzfeinde, aber... auf jeden Fall meine Feinde. Das sind kleine, hässliche Viecher, die viel Schaden machen. Und weil sie so klein sind, trifft man sie nicht. Und die sind auch noch so flink. Oh, for fuck's sake. Können wir jetzt gerade voll vergessen. Okay, ich mache einen Taktikwechsel. Und mit Taktikwechsel meine ich, ich fliehe und speichere und mache das Ganze das nächste Mal. Die Schuhe, wie viel kosten sie? Fuck. Fuck! 3000. Okay, na gut. Wir sind jetzt im 14. Stockwerk in den Silent Sands. Nächstes Mal gehen wir auf den Weg weiter und schauen, was noch so auf uns zukommt. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play East Origin. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.